Grüße und herzlich willkommen an alle Anfänger, Wiedereinsteiger und all jene, die sich aus irgendwelchen anderen Gründen hierher verirrt haben. Ich bin Neo und heute laufen wir Spindeltiefen 1 und werden sämtliche Mechaniken von Trash-Mobs bis hin zu Bossen ausführlich erläutern. Zeitangaben für die einzelnen Bosskämpfe findet ihr unten in der Infobox. Viel Spaß! Auf die Beine, ihr Flegel! Wir gehen wieder rein! Wir beginnen dann auch direkt bei der ersten Mobgruppe. Bis einschließlich des zweiten Bosses haben wir erstmal nur Spinnen als Gegner, sowohl größere als auch kleinere. Die können einerseits so Kreise aus Spinnenfäden machen. Da hinten seht ihr einen, wenn man durchläuft, ist man halt einfach geslowt. Die können Gift spucken und wenn die low an Leben sind, werden die versuchen, sich hochzuheilen beim nächstbesten toten Ed. Das Ganze kann man unterbrechen oder er juckt sie vorher weg. Auch hier ist es wieder wunderschön, wenn der Tank einfach alle zusammenziehen kann mit der Kette. Wir haben hier oben noch eine Mobgruppe. Der Tank bringt uns den Boss direkt entgegen, dass wir die alle zusammen im AOE-Schaden machen können. Ansonsten würde der Boss halt auch kleine Spinnen noch beschwören. Der Boss kann selbst aber auch nicht viel mehr als die Kleinen. Der hat, abgesehen davon, noch einen Frontcleave, wobei der nicht tödlich ist. Also der stunt ganz kurz, den kann man einfach blocken. So, sobald er weg ist, geht es hier einmal durch den Gang. Wir haben oben noch eine Spinnengruppe mitten im Gang. Zudem ist dann auch der ganze nächste Raum voll von dem Spaß. Hier hat man das Glück, die stehen direkt zu Beginn schon relativ zusammen. Wenn der Tank einfach mit Krallen arbeitet, dann bleiben die auch dort und werden nicht durcheinander krabbeln. So, hier ist jetzt ein bisschen Arbeit gefragt. Entweder man rennt den hinterher oder man zieht wirklich alle in die Mitte. Es sind sehr, sehr viele auch bis zum Boss hin. Hier sieht man wieder das Slowfeld. So, wir spielen die Spinnen jetzt einmal sauber runter, bevor es dann gleich zum Boss geht. Die Zeit haben wir auch bei einem Speedrun, das ist gar kein Problem. Und da ist unser Freund auch schon. Was kann der? Zum einen, er kann anspringen. Ihr habt es gerade gesehen. Wer dieses Anspringen abkriegt, wird kurz niedergeschlagen. Es macht ein bisschen Schaden. Das Ganze kann man allerdings auch dodgen, wobei Combat Alerts euch das nicht ansagt. Das ist kein One-Hit. Hier, das hat jetzt mich getroffen. Einmal weggedodged, passiert gar nichts. Hier auch wieder aufpassen, genau wie bei den kleinen Minispinnen. Es kommen wieder diese Slow-Kreise. Viele, viele von den Spinnen da auch bitte schön mit reinziehen, wenn es möglich ist, mit der Kette. Und dann liegt er auch schon. So, wir müssen jetzt einen langen Gang lang gehen. Rechts ist manchmal eine Truhe hier. Da kann man gerne mal nachgucken. In Spindeltiefen 2 wäre hier jetzt rechts ein Boss. In Spindeltiefen 1 ist hier gar nichts. Also, hier ist eine Quest. Wenn man die Quest hat, müsste man hier noch mit jemandem reden. Ansonsten geht die Tür einfach auf und wir haben hier unsere nächste Mobgruppe. Bisschen verzögert gekommen. Jetzt keine Spinnen mehr, sondern Humanoide. Das fällt da unten wieder vom Bogenschützen, wird vom Mage angezündet. Da ein bisschen aufpassen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Miniboss. Der steht da rechts auf dem Podest, nicht zu übersehen. Bitte als erstes anspotten. Der hat einen starken Heavy drauf, das ist ein Krieger. Die Ads möglichst zusammenziehen, festhalten. Der Rest fällt im AOE. Für den Dungeon ist es auch gut, als DD schön AOE auch Ultis mitzunehmen. Sehr, sehr, sehr viele Mobgruppen. So, die ist ein bisschen aufgefächert. Der Tank wird jetzt versuchen, das alles schön nach links zu ziehen, dass man das wieder auf dem Haufen hat.
wieder alles wegmachen und sobald wir damit durch sind, geht's auch gleich zum nächsten Miniboss. So, was kommt da für uns zu? Also unser nächster Boss ist ein Krieger, der kann in einer geraden Linie nach vorne stürmen. Als Tank bitte guckt, dass er irgendwie zur Wand guckt. Ansonsten jeder, der drin steht, bitte blocken, sonst schlägt euch das nieder. Wenn man dann in so einer schönen Fläche, wie hier links und rechts gerade gesehen, auch noch drin steht, kann es passieren, dass euch das umhaut. Und mehr kann der auch nicht. Wir haben jetzt hier direkt noch eine kleine Mobgruppe im Gang. Die Altbekannten muss ich eigentlich gar nicht mehr erklären. Schön auf die Flächen gucken. Das Feuer aufpassen. So, hier einmal die Treppe hoch. Wir haben hier wieder eine große Mobgruppe. Also was heißt groß, breit aufgefächert. Wir ziehen jetzt nach links zusammen, weil links die meisten Ads schon stehen. Hier rechts noch einmal schön zu sehen, da war die Teerfläche, Flamme kommt rein, es entzündet sich und dann hat man diesen Feuer dort. Hier rechts an der Ecke ist manchmal eine Kiste. Hier rechts. Und da haben wir noch eine Mobgruppe und danach kommt auch schon der Bossraum. Wir haben hier rechts die Schriftrolle liegen für den Hard Mode. Den werde ich jetzt einmal anmachen. Ihr seht diese große Mobgruppe und dahinter der Boss. Es ist empfehlenswert zu gucken, dass ihr die Mobgruppe erstmal anhaut und die hier ein bisschen nach vorne zieht. Nicht, dass ihr den Boss versehentlich triggert und der dann auch noch mit im Kampf dabei ist, weil der versaut euch hier drin echt den No-Death. Der Boss selbst. Der macht einerseits, zieht er irgendwann einen ran und dann macht er eine große Fläche. In der Fläche kann der Tankeblock drin stehen bleiben, wer sonst drin steht, ist tot. Der Boss spuckt einen an, entweder mit einem magischen Hit oder mit einem Gift-Hit. Ihr habt es gerade gesehen, Combat Alerts hat es mir angesagt. Das Ding kann man dodgen. Wenn ihr Combat Alerts nicht habt, einfach im Kreis rum aufstellen und dodgen, sobald ihr euch anguckt. Da ist jetzt gerade eine Lady zerlegt, das war unnötig, aber schön nochmal gesehen, diese Fläche ist tödlich, wenn man drin steht. Da auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr raus wollt, bitte, bitte nicht dodgen, es sei denn, ihr macht es wirklich in Sekunde 1, weil da ist wieder dieses Problem, solange ihr euch noch in der Animation befindet und die Fläche explodiert, zählt ihr noch als auf dem Punkt, wo ihr losgedodged seid. Der sich ja in der Fläche befindet. Das heißt, ihr werdet in der Dodge-Animation einfach gekillt. Hier noch einmal dodgen. Ranziehen. Das bin ich diesmal gewesen. Schön raus. Ihr seht, ich dodge auch gar nicht. Ich renne einfach. Das ist sicherer und man schafft es. Der Meteor auf dem letzten Prozent musste sein. Aber gut, kann man machen, wenn der Dungeon fast zu Ende ist. Sauber runterspielen. Und das war's. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und gutes Gelingen.